Also grundsätzlich kann man unterscheiden, gibt es Deformitäten am Oberschenkel in allen Ebenen des Raumes. Die eine Ebene des Raumes, die wahrscheinlich am häufigsten klinisch in Erscheinung tritt, ist die vordere Ebene. Wenn man den Patienten von vorne oder den Menschen von vorne sieht, handelt es sich dabei dann häufig um die Fehlstellung, die sich durch ein X- oder O-Bein bemerkbar machen. Wenn man sich die zweite Ebene des Raumes anguckt, also wenn man den Menschen einmal durchgeschnitten sieht, die sogenannte Transversalebene, da geht es dann um die sogenannten Torsionsdeformitäten, wo man also darüber redet, wie ist die Stellung des Hüftkopfes im Vergleich zum Kniegelenk. Und die dritte Ebene ist dann die, wo man von der Seite drauf guckt, die klinisch am wenigsten in Erscheinung tritt, wo also es darum geht, ist das der Oberschenkelknochen in irgendeiner Form besonders nach vorn oder nach hinten durchgebogen. Aber die Torsionsdeformitäten sind sicherlich die, die im Gangbild am häufigsten auffallend sind. Wenn wir jetzt bei den Torsionsdeformitäten bleiben, wo jetzt der Oberschenkelknochen, der Hüftkopf quasi, zu weit nach vorne und nach hinten im Vergleich zum Oberschenkelknochen gedreht ist, macht es sich entsprechend durch ein auffälliges Gangbild bemerkbar. Also die Patienten, die Menschen haben entweder den sogenannten Charlie Chaplin Gang, dass sie sozusagen die Beine sehr nach außen drehen beim Gehen, oder genau das Gegenteil, dass die Füße sehr nach innen zeigen, was dann geradezu zum Stolpern führen kann. Beides sind Ausdruck von sogenannten Torsionsdeformitäten in die eine oder andere Richtung am Oberschenkelknochen. Je nach Ausprägung und Lebensalter des Patienten, also man muss dazu wissen, dass die Torsion des Oberschenkels, des Hüftkopfes im Vergleich zum Oberschenkelknochen nicht fixiert ist. Das ist also im Lebensalter ändert die sich. Beim Säugling ist sie sehr, sehr hoch, nimmt dann zum Schulbeginn ab und im präpubertären Wachstumsschub erneut ab und hat dann sozusagen ein kontinuierliches Level für den Rest des Lebens. Also muss man erstmal sagen, wie alt ist der Patient? Wenn wir einen Patienten sehen, der ausgewachsen ist, wo also nicht mit einer Änderung der Wendung des Schenkels noch zu rechnen ist und entsprechende Beschwerden bestehen oder das Gangbild auffällig ist, würde man eine sogenannte Torsionsosteotomie vornehmen, wo also der Oberschenkelknochen durchtrennt wird operativ und entsprechend eine Korrektur durchgeführt wird und eine Versorgung mit einer Platte vorgenommen wird.